Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben. Ich hatte eben gerade ein Nachgespräch gehabt vom Time-Weaver Coaching mit der lieben Lucia. Die ist auch bei mir im Geldfluss aktivieren in der Masterclass. Wir haben eben gerade so ein schönes Gespräch gehabt und ich dachte mir, ich teile das mit euch. Alles okay? Mache ich gleich, mein Schatz, ja? Okay. Wir haben unter anderem über das Thema der aktuellen Zeit gesprochen, ne? Dass es ein wenig Angst macht wegen der, wie heißt es nochmal, der Inflation. Ich meine, Politik, ihr wisst alle Bescheid, die mir hier zuschauen, ne? Ihr werdet im Winter im Kalten sitzen, Lebensmittel werden ausverkauft sein, da wird ja voll das Drama geschürt, Inflation. Und es sieht ja auch schon so aus, dass da gerade eine Riesenwelle auf uns zukommt. Wenn wir jetzt am Strand stehen, sehen wir schon die Welle ganz weit da hinten, denken uns Scheiße, ne? Was machen wir, wenn es uns jetzt trifft? So, was ich hier eben nochmal erzählt habe, ist, und viele von euch wissen das schon, dass es diese, ich hoffe, dass jetzt mein Video nicht gesperrt wird. Ja, ich habe schon meinen anderen Kanal verloren und will nicht diesen Kanal auch noch verlieren. Das ist diese, ich glaube, die heißt intelligente Kriegsführung. Da geht es darum, die Menschen in Angst zu halten und in dem Unwissen zu halten, was kommt. Weil wenn wir nicht wissen, was kommt, macht uns das verrückt. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, in welchem Buch ich das gelesen habe, und ich kann mich nicht mehr erinnern, in welchem Buch ich das gelesen habe. Telegram, da gibt es immer wieder mal Posts, wo auch drüber geschrieben wird, aber ich glaube, das kann man auch googeln. Ich glaube, das nennt man intelligente Kriegsführung. Ich weiß nicht so ganz genau. Wird gerade genutzt. Die Menschen merken das nicht, ne? Weil wir das auch nicht wissen. Dass man, da hatte ich auch mit meinem Bruder ein Gespräch gehabt, weil er meinte, seit Jahren machen die doch den Menschen Angst. Jedes Mal geht die Welt unter, wenn man Nachrichten anguckt, ne? Als ich klein war, war ja Irakkrieg, Palästina, ist ja immer. Also es gibt gefühlt jedes Jahr tausend Sachen, die einem Menschen in Angst und Schrecken versetzen, dass es zu Ende ist, ja? Als die Schweinegrippe war, weiß ich noch, gab es keine Milch mehr zu verkaufen. Und ich weiß noch, dass mein Sohn damals gerade frisch geboren, der ist jetzt 13, aber ich habe ihn noch Gott sei Dank gestillt und dachte mir, ja, was machen denn die anderen, die jetzt keine, obwohl Pulvermilch nicht, das war diese normale Kuhmilch. Damals sah auch alles ganz schön düster aus, mit Piekserei und so. So, um auf den Punkt zu kommen, bevor ich jetzt zu viel erzähle. Es geht darum, das ist gewollt, was sie gerade machen, dich in der Luft hängen lassen, dass du nicht weißt, was kommt. Und ich habe von meinem ehemaligen Kindergarten ein paar Erzieherinnen gesehen, super nett, haben uns unterhalten. Ich habe richtig die Angst gesehen, ne? Dieses Jahr Urlaub genießen jetzt, weil wir wissen nicht, was kommt. Alle gucken gerade zum Winter und wissen nicht, was kommt. Kommen wieder die Masken, kommt wieder irgendeine Piekspflicht, kommt, wie gesagt, Supermärkte leer, kommt Krieg hierher, wir wissen es ja nicht. Und alle schweben in der Luft. Jetzt überlegt mal, was das für Emotionen sind. Guck mal in deine Emotionen rein. Ja, viele von euch sind schon so weit, dass sie sich davon gar nicht mehr berühren lassen. Aber es gibt immer noch viele, denen das Angst macht. Ja, weil die sagen, es ist doch realistisch, jetzt Angst zu haben, weil das Geld wird, es wird alles teurer. Wir kriegen nicht mehr Gehalt. Es sieht alles so schlecht aus. Und wir wissen nicht, was kommt. Diese Gefühle melken sie auf einer anderen Ebene. Angst, Verzweiflung, Sorgen, Panik. Ich weiß jetzt nicht, ob er das eben aufgenommen hat, was ich gesagt habe. Diese Ängste, die in uns jetzt wirklich angetriggert werden, weil wir sind Menschen und Menschen wollen immer Sicherheit haben. Das ist wie bei Kindern, die wollen immer wissen, was ist als nächstes. Also ich möchte die Sicherheit haben, um zu wissen, was da noch so alles auf mich zukommt. Das war ja vor 2020, war für uns alles mehr sicherer als jetzt. Jetzt ist ja total das Chaos. Aber auch nur, damit sich neu was Schönes zusammenbaut. Und dieses, wir wissen nicht, wohin es geht, wir hängen richtig in der Luft, das nutzen die ja, das macht Angst. Diese Energie wird benutzt, weil wir göttliche Wesen sind, zu manifestieren, dass die das, was sie da gerade planen und so weiter, auch schön. Wenn man mal hinguckt, da wird Getreide verbrannt, den Bauern wird das Gemüse und das Obst weggenommen und verbrannt. Natürlich macht das Angst, weil man dann denkt, werden wir hungern? Das ist eines unserer Grundbedürfnisse und deswegen macht es uns natürlich mit Recht Angst. Jetzt kommt aber das ganz große Aber. Ihr kennt sicherlich die Geschichte mit Moses. Ich kenne die Geschichten auch nicht so 100%. Aber als er da weggelaufen ist, ne, von Pharao, keine Ahnung, hieß er Ramses, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf jeden Fall von dem Pharao abgehauen ist und er und die Leute, die ihm gefolgt sind, sollten ja umgebracht werden. Und da stand er ja da am Meer und das Meer hat sich ja geteilt, er konnte durch und die Bösen sind dann halt da ertrunken. Und diese ganzen biblischen Geschichten, koranischen Geschichten, was auch immer, die ganzen, ne, Religionsgeschichten sind immer ganz spannend, wenn die sie für uns übersetzen. Er stand da, es gab keine Lösung. Es gab ja keine Lösung. Das Meer ist ja davor, die werden die alle umbringen. Was ist aber, wenn wir vertrauen? Wenn wir vertrauen, dass es da noch etwas gibt, weil wir sind nicht alleine auf der Erde. Wie gesagt, wir sind göttliche Wesen. Es wird mir selber.
immer mehr und mehr bewusst, weil in dir ist Gott drin. Das sagen auch die Religionen. Ich habe ein Stück von mir in dich eingehaucht, als ich dich erschaffen habe. Was sagt das denn aus? Also erst ist das, dass wir göttliche Wesen sind und das wird natürlich genutzt, ne? Weil wir dieses göttliche etwas in uns haben und man genau weiß, mit Emotionen manifestieren Menschen. Also schön immer die Nachrichten vollpumpen mit irgendeiner Scheiße. Und natürlich nachhelfen, weil umso mehr wir Angst haben, desto mehr kann da auch gemacht werden. Was, wenn wir wirklich ins Vertrauen gehen? Ja, es sieht gerade scheiße aus. Ich will nichts schönreden, es sieht beschissen aus. Aber richtig, ich habe selber Kinder. Natürlich kommen da die einen oder anderen Gedanken auch, wo man sich sagt, bin ich hier wirklich noch sicher? Sollten wir hier nicht irgendwohin verschwinden? Ganz ehrlich, bei mir ist die Frage, wohin? Soll ich jetzt nach Schottland? Soll ich jetzt? Aber es sind so viele, wir sind über 80 Millionen hier in Deutschland. Stell dir vor, wir hauen alle ab. Wie wäre es, wenn wir hier bleiben und in vollem Vertrauen sind? Das Vertrauen, dass wir nicht alleine sind. Wir haben unsere Engel, wir haben Gott. Gott ist immer die erste Instanz, ja? Gott ist doch da. Wie ist es, wenn ich mich mit ihm verbinde und ihn darum bitte, mich zu begleiten, mich zu beschützen? Und falls ich hier raus soll, soll er mir Zeichen geben? Also Gott darf mir Zeichen geben, wenn ich im Kontakt bleibe und immer wieder frage, gib mir Zeichen, öffne mir die Wege, mach es mir leicht, mach es klar und deutlich, dass ich es auch erkenne. Und falls ich hier raus soll, dann schick mir Zeichen, da werden schon Zeichen kommen. Auch darauf zu vertrauen, dass es immer einen Weg gibt. Ich weiß, das sieht gerade echt mies aus, aber es wird immer einen Weg für uns Menschen geben, weil wir alle göttlich beschützt sind. Es sind satanische Sachen gerade am Ablaufen. Wir vergessen aber, dass Gott stärker ist als das. Das Licht viel stärker ist als das, was wir hier gerade so erleben. Das vergessen wir manchmal. Und wenn wir das vergessen, beten wir wieder das Dunkle an, weil wir dem mehr vertrauen. Oh, dann machen die es bestimmt. Oh, dann wird's. Ne, weil, aber warum? Weil wir auch die letzten Jahrtausende sehr erniedrigt wurden und sehr ausgeraubt wurden, wir Menschen, sehr ausgebeutet wurden. Deswegen sind wir auch in der Angst. Es ist ja völlig normal, dass da ein bisschen so das Vertrauen weggeht. Aber wie wäre es, wenn wir jetzt anfangen, an das Licht zu glauben, dass es immer bei uns ist, dass es uns beschützt, dass wir nicht alleine sind?